Ich bin eigentlich im Rennsport, seit ich denken kann. Meine Eltern haben mich schon als Säugling mit auf die Rennbahn genommen. Die hatten schon immer Rennpferde. Und das war für mich immer schon das Tollste. Also im Stall zu sein, Autogramme von Jockeys zu sammeln. Ich konnte alle Pferdenamen auswendig. Ich habe heimlich erste Wetten abgegeben. Ich habe die Trainer genervt. Wie macht ihr das alles? Und dann kam irgendwann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will jetzt ein eigenes Rennpferd haben. Der Punkt kam leider ein bisschen zu früh, weil das Taschengeld halt damals noch nicht so ganz gereicht hat. Dann habe ich mein erstes eigenes Geld verdient, damals beim Radio. Und ja, dann haben andere sich halt mit 18 ihr erstes eigenes Auto geholt. Das hatte ich nicht, hatte dafür ein eigenes Pferd. War eine Stute, Arosana hieß die. Die war leider nicht ganz so schnell wie irgendwie alle meine Pferde, die ich immer hatte. Aber es ist ja eine Sucht fast schon. Und es ist eigentlich das schönste Hobby, was ich mir vorstellen kann. Es sind tolle Tiere. Es ist ein toller Sport, viele Emotionen, ganz tolle Leute im Sport und es ist einfach ein Traum, den man da leben kann. Ja, und das ist Amazing Soldier, das letzte Rennpferd, was ich hatte. Leider auch keiner von der ganz schnellen Sorte gewesen. Ja, aber ein unheimlich liebes Pferd, sehr berühmt, hat über 8000 Facebook-Fans, obwohl er nie ein Rennen gewonnen hat. Und den habe ich eigentlich so ein bisschen Günther Jauch zu verdanken, weil ich damals bei Wer wird Millionär in der Fernsehsendung ein bisschen Geld gewonnen habe. Und Günther Jauch wollte dann wissen, was ich mit dem Geld machen würde, wenn ich gewinne. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich mir ein Pferd kaufe und das habe ich gemacht. Dann hat RTL das Ganze ein bisschen begleitet am Anfang. So hat er dann auch die über 8000 Fans bei Facebook bekommen. Und ist eigentlich schon so mein Augapfel, mein Ein und Alles, der Kleine. Ja, ich bin ja seit vielen Jahren schon Moderator beim SWR, im Radio und im Fernsehen und dann kam irgendwann die Anfrage von Baden Racing, also von der Rennbahn Baden-Baden in Iffezheim, ob ich mir vorstellen kann, auch auf der Rennbahn zu moderieren. Wenn du deinen Traumberuf mit deinem Hobby verbinden kannst, dann sagst du da natürlich nicht nein. Aber es war schon eine Umgewöhnung, weil du halt auf einmal nicht mehr nur Fan und Gast bist, sondern halt richtig mitmischt. Aber ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Seitdem moderiere ich auch in Hamburg bei der Derbywoche, wenn es die Zeit zulässt, in Berlin-Hoppegarten und in Hannover. Und ja, für die BWAG bin ich als Auktionator unterwegs. Dann schaffe ich es ab und zu noch für die Sportwelt Artikel zu schreiben. Also es macht Spaß, es ist einfach toll. Mir war halt sehr wichtig, dass wir einen perfekten Platz für ihn finden, auch nach der Rennkarriere. Ich finde, wenn man ein Rennpferd hat, muss man danach auf jeden Fall auch gerade stehen für das, was nach der Rennlaufbahn passiert. Da haben wir hier wirklich einen ganz tollen Platz gefunden. Es gibt ganz tolle Orte. Das hier ist die Rennpferde-Dependance Boomerang in Happach in Bayern bei Hannelore Gallin-Ast, die selbst lange im Rennstall gearbeitet hat, auf Gestüten gearbeitet hat und sich jetzt zum Ziel gesetzt hat, dass sie eben Rennpferden, wenn sie nicht mehr Rennpferd sind, einen schönen Lebensabend beschert. Älteste ist 34 Jahre alt hier. Wir haben eine blinde Stute mit dabei. Ja, wir haben hier unseren Frührentner Amazing Soldier und 36 Hektar Weidefläche, ganz tolle Herde. Die sind alle hier wirklich ganz, ganz toll im Umgang miteinander. Kinder und Jugendliche kümmern sich um die Pferde, die reiten die, die gehen mit denen spazieren, die spielen mit denen. Also denen wird doch nicht langweilig hier. Und das ist absolut ein tolles Beispiel dafür, was mit Rennpferden passiert, wenn sie halt eben nicht mehr auf der Rennbahn sind und dass es denen gut geht danach, dass die ausgeglichen sind, dass es tolle Tiere sind, mit denen man ganz viel Spaß haben kann, bis sie halt wirklich irgendwann mal steinalt sind. Ja, und viele hier sind halt auch wirklich um die 30 und das ist ein ganz, ganz toller Blick in die Zukunft. Das ist ein Elefant. Ja. Wer ist denn da? Hallo.
Ich habe ja eigentlich auch gesagt, dass Amazing Soldier jetzt erstmal für eine Weile mein letztes Rennpferd gewesen sein sollte, weil es halt eben auch schon zeitintensiv ist und ja auch ein bisschen Geld kostet und ich bisher zumindest auf der Rennbahn nicht immer so viel Glück mit den Pferden hatte, weil die immer nicht ganz so schnell waren, aber der Plan hat ganz genau 4 Monate hingehauen, nachdem Amazing in die Rente gegangen ist. Habe ich mir eine kleine Stute schon wieder geholt, die mir Holger Faust vermittelt hat, vom Gestüt Karlshof. Ganz tolle, kleine, süße, Better Have My Money heißt die. Und das ist das, was ich gemeint habe mit dieser Sucht, mit dem Virus. Das lässt einen halt einfach nicht los. Und ich glaube, ich werde wahrscheinlich auch, wenn ich 90 bin, wenn ich dann noch lebe, immer noch Rennpferde haben. Und das ist einfach ein tolles Hobby.